Die dunkelgrauen Lieder haben Ludwig Hirsch in den 70er Jahren berühmt gemacht. Grauer ist die Stadt selbst zu sein. Das wollte Hirsch damals. Wurscht, ob er voll ist, der Mond oder halb ist. Ob es regnet oder nebelt. Ob es warm oder kalt ist. Ob der Wind mir von vorn oder hinten durchs Fell streicht. Und der Hausmeisterbub, der Hurenbock, der Kleine, mit Steinen nach mir schmeißt. Ich geh mein Weg. Der Koder. Und seine Texte scheinen bis heute kein Ablaufdatum zu haben. Ich glaube, weil ich nie so aktuell zeitbezogen war. Und weil manche Texte, was mich selber wundert oder überrascht, von damals, die ich damals in den Anfang der 80er Jahre geschrieben habe, heute aktueller sind als damals. Zum Beispiel die Geschichte von Herrn Haslinger. Ne? Da geht es um diese Kindesgeschichten. Das habe ich damals schon geschrieben und heute passiert es erst so richtig. Ne? Hirsch selbst bezeichnet sich aber nicht als melancholischen Künstler. Seine Inspiration waren die anderen. Es liegt sicher daran, dass ich von der Schauspielerei komme. Und es hat mich immer interessiert, in fremde Figuren, in fremde Situationen reinzuschlüpfen. Und da dann meine Geschichten draus zu bauen. Gell? Das hat also mit mir persönlich nichts zu tun. Das nun veröffentlichte Buch war die Idee des Verlags. Hirsch ist froh, eingewilligt zu haben, allein schon aus folgendem Grund. Und das hat mich auch sehr gefreut, wie ich das Buch dann in der Hand hatte und gelesen habe drin, dass die Texte auch ohne Musik funktionieren. Das wusste ich nicht, ne? Ich wusste nicht, ob man nicht die Musik unbedingt dazu braucht, aber man braucht sie nicht unbedingt dazu. Natürlich habe ich es gern mit der Musik, aber es geht auch so. Es geht auch so, man kann sie lesen, man kann sie wem vorlesen und es funktioniert genauso. Und das hat mich sehr, sehr gefreut, wirklich. Neben der Musik und der Schauspielerei gibt es noch ein weiteres Genre, das Hirsch reizen würde. Und das wäre, weil ich das Schreiben liebgewonnen habe, das wäre, weil ich von der Schauspielerei komme, so Richtung Theaterstück, in Drehbuch, in die Richtung mal was zu schreiben. Gell? Und wenn das funktionieren sollte, hängt es davon ab, wie viel Zeit hätte ich dann noch andere Dinge zu machen. Ne? Andererseits habe ich wieder einen lebenslangen Plattenvertrag jetzt gekriegt. Das heißt, ich werde mein Leben lang immer wieder CDs auf den Markt werfen. Ja? Und wenn man neue CDs, neue Alben veröffentlicht, sollte man dann natürlich auch wieder auf Tournee gehen. In welcher Form auch immer von Ludwig Hirsch wird man noch lange viel hören, denn die dunkelgraue Zeit... Ich glaube, die hat nie aufgehört und die wird es auch immer geben.